Viel Spaß, viel Glück. Vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen. Du hast das mit der richtigen Attitude gesungen, finde ich. Vor allen Dingen hast du dann noch gezeigt, wenn man im Refrain so einen drauflegen kann. Und du hast natürlich echt eine Stimme wie ein Orkan, ja. Die Stimme hat toll gepasst zu der Nummer. Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Einmal das Texting, das verzeihe ich dir. Dankeschön. Sandu, was ich bei dir ganz schlimm fand, ja, sage ich ganz ehrlich, dass du so unbeteiligt da standst, so die Augen so geschlossen nach unten, hast dich kaum bewegt, hast da nicht mitgemacht. Irgendwann bist du dann aufgewacht im Refrain und hast da ein bisschen Druck gegeben. Ja, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass du dich irgendwie nicht wohlfühlst. Und dann hast du natürlich also mindestens 50, 60 Töne falsch gesungen. Ja? Danke. Ja. Yeah.
Santo, du weißt, dass ich deine Stimme mag, deine Stimmfarbe mag. Anfang war leider nicht gut. Du hast dich Gott sei Dank gesteigert. Aber ich weiß nicht, ob das für heute reichen wird. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, ich finde dich richtig gut, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Bei dir war es leider auch nicht toll, Giulio. Ja, du hast die Nummer solider gesungen. Auch das kenne ich besser von dir. Aber was soll ich sagen? Abschließend einfach genießt den Moment. Die Leute fanden euch beide toll. Dankeschön. Super. Danke sehr. Zu dir, Santo. Der Anfang war wirklich sehr schwach. Du bist zum Ende hin besser geworden. Ich fand es auch schön, dass ihr euch dann so abgewechselt habt und so ein Battle daraus gemacht habt. Und bei dir, Giulio, du hast einfach eine vollere Stimme und mehr Soul in der Stimme. Es hat super zu dem Song gepasst. Es war ein toller Auftritt. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, Santo, das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, erstmalig mit Publikum vielleicht auch zu spielen oder mit so einer schönen Bühnensituation umzugehen. Aber es hat eigentlich nur gezeigt, dass du dem eigentlich noch nicht gewachsen bist, finde ich. Und Giulio, deine Stimme ist natürlich wahnsinnig geil anzuhören. Ich habe das megamäßig genossen, wie du diesen Refrain da gesungen hast, der blühte auf. Das Problem ist nur, wenn danach die zweite Strophe wegfällt, weil die Konzentration fehlt, das darf eigentlich an diesem Punkt nicht passieren. Aber das trotzdem, stimmt, ja. Tolle Stimme. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke euch. Vielen Dank. Gemischte bis gute Kritiken für Giulio, eine Klatsche für Santo. Kann sich das Stehaufmännchen noch einmal retten? Vor einiger Zeit ist schon sein Traum vom Leben als Fußballprofi geplatzt. Ist es jetzt auch mit der Musikkarriere vorbei? Also ich glaube nicht, dass ich weiterkomme heute. Echt? Ich habe letztes Mal keine gute Kritik bekommen. Heute war auch nicht die beste Kritik. Und ich glaube schon, dass er weiterkommt. Dieter hat gesagt, er fand ihn besser. Bei mir fand er fand es nicht gut. Wie fanden das Publikum? Das Publikum ist gut abgegangen eigentlich. Ja, geschrien wie sonst was. Aber beide. Ja, also war schon cool, das mal zu erleben. Aber ich glaube, es ist zu Ende heute. Jetzt verliere nicht die Hoffnung. Positiv immer denken. Genau, positiv denken, denn die Juryentscheidung gibt's gleich. Darf Santo in den Live-Motto-Shows zeigen, dass er mehr kann? Oder hat Giulio die Nase vorn? Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.